20 Jahren in diesem Business dabei ist, selber fährt er immer noch. Und der ist der Mann, das Gehirn dahinter von diesem Geschwader, das ihr jetzt hier sehen würdet. Und wenn der die Hand hebt, dann geht das Ganze los mit einem riesigen Gebrüll. Zweite Halbzeit, Master Danny, so hin! Das nächste Geschwader am Start. Und jetzt geht es jetzt mal ganz schnell hier. Ja, unser Freestyle-Motocross-Dirigent, wie man ihn so fast bezeichnen könnte, Jason Moriarty, sorgt für die notwendige Startreihenfolge. Und wir gehen in Runde Nummer 2. Auf geht's! Ja! Komplett quer kommen sie daher mit Turndowns. In der zweiten Runde, ihr seht, und es sind drei Fahrer, die nebeneinander hier springen. Ist schon schwer genug, aber trotzdem mehr im Grunde für die Jungs. Und jetzt stellen sich da hinten schon wieder auf mit diesem kurzen Anlauf, wie man sagen muss, für die 23 Meter Distanz, die hier gesprungen werden müssen. Alright! Und der Herr von Sacke legt uns hier noch Musi-mäßig einen drauf, so ist schön. Nächster Double, der hier kommen wird. Wo sich trickmäßig jetzt nach oben spielen und dann werden wir immer ein paar Leute dazu addieren. Also Leute, wie? Kann man ein bisschen Applaus haben jetzt? So Leute, da muss noch ein bisschen mehr. Wie, seid ihr noch da? Jetzt kann man es auch durch den Helm hören. Aufgepasst! Jetzt raschelt's aber richtig! So, Whip Flips. Dritter Sprung mit zwei Leuten, die das Ganze anführen. Ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Wir wollen jetzt noch eine Runde machen mit zwei Fahrern, die das vorne anführen. Aber jetzt passt mal auf, was jetzt hier trickmäßig passiert. So, dann gehen die Daumen nach oben. Wie? Augen hier runter. Los geht's!